Mensch und Natur verbinden, heißt unser Motto. Und das bedeutet nicht, der Natur großzügig ein paar Restflächen zu belassen. Europa von unten bedeutet für uns zivilgesellschaftliches Engagement, um Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen herzustellen. Die Teilhabe ist die weitere Botschaft. Gerade deshalb wehren wir uns gegen eine Romantisierung der Armut. Armut von Teilen der Bevölkerung darf niemals billigend in Kauf genommen werden, auch nicht für Ziele des Naturschutzes. Herzlich grüßen möchte ich vom Bundesumweltminister Peter Altmaier, der heute leider nicht hier sein kann, aber Ihnen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Euronatur, vor allem aber auch all denjenigen, die sich über viele, viele Jahre ehrenamtlich in verschiedenen Projekten engagiert haben, seine Anerkennung und seinen Glückwunsch ausspricht. Sie haben es geschafft, in einer großen Gemeinschaftsleistung zu der europäischen Fürsprecherin für Naturschutzanliegen zu werden. Peter Altmaier wünscht Ihnen weiter Glück und Erfolg für Ihre Arbeit, für unsere gemeinsame Arbeit. Wir wünschen uns Euronatur weiter als starken Partner an unserer Seite. Denn insbesondere Ihr Einsatz in vielen Projekten in Osteuropa zahlt sich aus. Ihre Erfolge sind beeindruckend und ich bitte Sie einfach, Ihren Mut und Ihr Engagement nicht zu verlieren, sondern weiterhin, ich bleibe in meinem Bild, zu schubsen. Ja, Frau Staatssekretärin Reiche, ganz herzlichen Dank für diese anerkennenden Worte, für Ihre Ausführungen, auch für Ihre Aufforderung zu schubsen. Sie sehen mich. Ich kann das. Ich mache das auch gerne. Und ich mache das auch gerne in der Aufforderung, die Sie genannt haben, nämlich in der Kooperation mit Ihnen, mit der Spitze des Hauses, mit den Mitarbeitern des Hauses, mit denen wir eine hervorragende Zusammenarbeit über Jahre schon gepflegt haben. Denn wir wissen auch, dass Sie auch keinen leichten Job haben, die Mitarbeiter Ihres Hauses. Es gibt viele Widerstände gegen die notwendigen Veränderungen, die Sie angemahnt haben. Ob das in der Energiepolitik ist für uns aktuell, ob das in der Agrarpolitik ist, wir erleben das aktuell. Und das hat natürlich damit zu tun, dass ein Gutteil dessen, was wir heute als Wohlstand deklarieren, ein Gutteil dessen, womit heute Geld verdient wird, einfach darauf beruht, dass wir nicht nachhaltig nutzen. Deshalb, wir werden nicht müde werden in der Politik und wir werden noch weniger müde werden, meine Damen und Herren, in dem zweiten wichtigen Bereich, den Euronatur prägt, neben der politischen Arbeit, das ist die konkrete Projektarbeit. Und auch da dürfen wir, wenn wir in die Projekte fahren, nicht sagen, wir versprechen euch heute was und in 10 Jahren machen wir das gleiche Versprechen nochmal. Deshalb auch da der Versuch, auch mit Ihrer Unterstützung, wofür wir uns auch nochmal bedanken wollen, zu konkreten Geschichten zu kommen. Und da freue ich mich jetzt, Gabriel, dass du ein paar schöne praktische Beispiele hast, die wir in der Tat auch schon umgesetzt haben. Ja, vielen Dank, Lutz. Ich muss jetzt auch mal ein bisschen schubsen. Wir wollen zeigen, wie wir auf der einen Seite Natur bewahren können und auf der anderen Seite regionale Wirtschaft aufbauen können. Euronatur setzt solche Impulse mit lokalen Partnern zusammen in vielen Projekten. Und 3 Beispiele wollen wir Ihnen heute zeigen. Goran Gogic ist langjähriger Wegbegleiter von Euronatur. Die ausgedehnten Wälder und die Hutweiden an der Save zählen zu den bedeutendsten Natur- und Kulturlandschaften Europas. Was macht Ihre Besonderheit aus? Die Saveauen sind eigentlich die größten Hartholzauwälder ihrer Art. Als Besonderheit würde ich anführen, dass wir hier eine solche Verwobenheit von Natur und Kultur haben, dass sich selbst die Arten völlig lehrbuchfremd verhalten. Und inzwischen ist aus dem Naturpark Lonskopolja insgesamt ein Modell geworden. Die Abwanderung scheint gestoppt zu sein. Mhm. Junge Menschen kehren in ihre Heimat wieder zurück. Wie habt ihr das erreicht? Das hat viel mit der Frage zu tun, dass wir den Einheimischen, den Parkbewohnern
eigentlich ihre Identität zurückgeben mussten. Es musste einfach mal laut gesagt werden, also es ist, ihr bräuchtet euch nicht zu schämen, dass ihr in einem Sumpf lebt und in diesen alten Holzhäusern. Wir wollten einfach, dass die lokale Bevölkerung anfängt, diese Häuser zu renovieren. Und das hat natürlich Zeit gebraucht, aber langsame, aber stetige Entwicklungen haben natürlich auch ganz viel mit wirklicher Nachhaltigkeit zu tun. Goran, ganz herzlichen Dank dafür, dass du nach Berlin gekommen bist. Ja. Wir wünschen dir und dem Naturpark Lonsko-Polje alles, alles Gute. Wir schauen nach Nordspanien ins Kantabrische Gebirge. Und ich begrüße hierzu ganz herzlich Roberto Harta Sanchez. Bienvenido. Vielen Dank. Roberto ist Präsident von FAPAS und leitet diese Naturschutzorganisation seit ihrer Gründung. Ihr habt die Präsenz in der Fläche erhöht, ihr habt lange Zeit jetzt gegen die Wilderei sehr erfolgreich gearbeitet. Ihr habt Bäume gepflanzt, Bienenstöcke aufgestellt, auch politisch gearbeitet. Wie war das damals im Kantabrischen Gebirge um die Braunbären bestellt? Bien, pues el principio no ha sido sencillo, porque cuando empezamos a trabajar con los osos allá en los años 80, apenas teníamos unos 40 ejemplares. Es war am Anfang nicht einfach. Wir hatten am Anfang nur 40 Exemplare in der Region. Especialmente la lucha contra el furtivismo es porque el furtivismo era una cultura en las regiones del norte de España y eliminar una cultura nunca es sencillo. Die Wilderei war Bestandteil der Kultur in diesem Gebiet und gegen eine Kultur anzukämpfen ist keine einfache Sache. Un gran problema ha sido un gran problema y con la crisis económica posiblemente vuelva a ser un buen problema. Ja, es war ein großes Problem und möglicherweise durch die wirtschaftliche Lage derzeit wird es wieder zu einem großen Problem werden. Wie ist die Situation der Bären heute? La población de osos en estos momentos está aumentando en unos territorios donde también hay una presencia humana muy importante y estamos consiguiendo el equilibrio de la conservación de la biodiversidad y el desarrollo socioeconómico de los territorios de montaña. Also haben wir das auch erreicht, dass das Bärenvorkommen gestiegen ist. Das haben wir auch festgestellt. Und wir haben das aber auch nur dann erreicht, zusammen mit der Erhaltung der Biodiversität in der Region. Wir wünschen FAPAS viel Erfolg für die weitere Arbeit für die nächsten 30 Jahre. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ja, Gabriel, ganz herzlichen Dank. Das dritte und letzte Projekt, Piotr Banaschuk, das Besondere an diesem Fluss Narew. Und warum seid ihr damals auf Euronet zugekommen? Narew, das ist ein außergewöhnlicher Fluss. Das ist ein Fluss, kurzsagend, ein Fluss mit mehreren Flussbetten auf einem gemeinsamen Überschwemmungsgebiet. Narew ist stark versumpft, gibt es nur wenige Beispiele von solchen Flusssystemen in Europa. Aber kam zu einer riesigen Zerstörung des Sumpfes. Niederung war trockengelegt, Torfschichten sehr vertrocknet. Statt Gräser und Sägen oder Schilf, wir hatten Brennnessel und Distel. Also ökologische Katastrophe. Und kam Lutz mit einer fantastischen Idee, Renaturierung. Keiner in der Woiwodschaft wusste, was soll das bedeuten, Renaturierung. Ja, das war ein Kampf gegen unsere politische Macht. Stadt Naturschützer gegen Stadtmacht. Stadtmacht, die wusste besser, was ist gut für Natur und für Männer. Also lieber Wiesen, sagte unser Direktor, als Renaturierung. Was soll das sein? Piotr, und diese Renaturierung weg von den Disteln und Brennnesseln hin wieder zu den Bildern, die wir jetzt gesehen haben. Was hat das für die Natur gebracht?
Vogelwelt? Jetzt, wir haben zweimal mehr von Vogel insgesamt. Also fantastischer Erfolg. Die Flora und Fauna reagierten spontanisch und ab sofort auf unsere Arbeit. Ja. Und wie reagierten die Menschen darauf? Die Leute wollten einen Fluss neben dem Haus haben, ganz einfach. Und sie waren sehr glücklich nach der Renaturierung. Wir hatten früher gehabt Naturschützer gegen Stadtmacht. Jetzt auf deine Hände, ein Brief vom Lech Magrel, unser Naturschutzdirektor. Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. Alles ist geändert. Also, Sie brauchen uns, unsere Erfahrung, Beratung und gute Hinweise und Tipps. Also, kommt total neue Situation. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen, Euronatur wird gebraucht. Euronatur braucht allerdings Sie in der Unterstützung. Euronatur braucht die Politik. Euronatur braucht viele Partner, die mit anpacken. Piotr, ganz, ganz herzlichen Dank für die langjährige Arbeit, die du mit uns gemacht hast. Gern geschehen. Wir unterstützen Menschen, die ihre Heimat, ihr Naturerbe erhalten wollen. Wir setzen unsere Erfahrung und unser Netzwerk ein für die Entwicklung schonender Nutzungsweisen, für ein lebenswertes Europa. Thank you.